eingesetzt in diesem Konzertorchester-Hit da drin. Ja, ein herzliches neues Hallo und Grüß Gott. Und willkommen wieder mal bei Sitzenden Orks, noch kurz vor Tamora Burg. Oder ja, vor der Burg natürlich, ne? Als erstes mal wieder mal herzlich lieben Dank für eure zahlreichen Kommentare. Und zwar, Rico, geht es um den, na, da habe ich ihn noch definiert. Und zwar um diesen Unwetterspruch, der dann halt eben immer dann einsetzt und links unten meine Lebensbalken weg ist und wir. Ihr aufgepasst habt. Ich zum Beispiel habe das gar nicht gemerkt, dass ich gar keine XPs angezeigt bekommen habe, aber es hat sich natürlich geklärt, dank euch, und ich habe nochmal nachgeguckt und andere auch. Was? Nicht die Dingsbums ziehen, die Schwede. Das trotzdem, ach da, du bist es. Na, gucken wir mal gleich, was du für ein gefährlicher Hein bist hier. Ja, Myrtaner Ork-Krieger, mal gucken. Ich mach dich fertig, Mora. Ja, da kommt dann gleich einer wieder an und dann versuchen wir trotzdem nochmal mit dem Unwetter. Wie heißt das? Experience Points. Okay, jetzt machen wir es mal so. Und es ist so, wie ich es vermutet habe, dass ich bin das Zentrum hier. Ich gehe da mal so rum. Ich sollte aber allerdings mich nicht ballern lassen von den Heinis. Weil der da nämlich an der... Der ist hängen geblieben beim Gestrüpp und danke, das hat mich das natürlich völlig fertig gemacht. Oh. Fangen wir nochmal neu an. Labern und kämpfen, das geht natürlich nicht gleichzeitig. Da sollte man sich auf eins konzentrieren und das machen wir jetzt mal eben. Gehe ich mal von der anderen Seite mal ran hier. Oh shit. Also wenn ich hier schon vorbeigehe, wütender, ja okay, die lassen wir erstmal außen vor. Sind da welche, die versuchen, mich schon abzuschießen hier, oder was? Nee, noch nicht so ganz. Wie mache ich denn das am besten? Nochmal Unwetter ziehen und mal wieder mit meinem Zentrum die Orks verballern. Also ein bisschen, lauf los! Genau, richtig. So, und immer schön Haken laufen hier. Zack, zack, zack. Und, ja, jetzt sehe ich meine Blutanzeige nicht. Blutanzeige ist auch gut. Ach ja, richtig. Hier haben wir noch kräftige andere Viecher. Ach ja, hier die Ecke. Da habe ich ja mal die Wildschweine, die für mich damals sehr blöd waren. Immer fertig gemacht. Ja, da werde ich mal kurz mal mich aufladen. Dann ziehe ich mal meine Waffe hier, diese Armbrust. Laufe wieder ganz hurtig an den Rippern und Beißern vorbei, weil ich will wissen, ob die Orks, ja, sich in der Zwischenzeit regeneriert haben. Haben sie nicht. Einer, ne, sind wir, gucken. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Ist gut. Er hat mich getroffen, die Sau. Sorry. Okay, bleiben wir mal hier. Ach, da ist der Orkspeer wieder. So, und Haken schlagen hier los. Zack, zack. Laufen wir hier ein bisschen um den Handweiser rum. Nee, ich muss was anderes machen. Irgendwie läuft das so nicht. Jetzt habe ich mich hier mal vorsichtig an die Burgmauer herangeschlichen und dann gucken wir doch mal mit dem großen Feuerball, ob wir nicht erstmal diese Schützen. Das sind Ork-Krieger, ne? Ich brauche also einer, der wohl eine Armbrust so hat. Hier der Ork-Speer viel. So, dann machen wir erstmal richtig schöne Feuerball mit Knall. Ja, das sieht doch gut aus. Okay, er hat die Armbrust, dann hauen wir wieder ab. Warum? Na, damit ich mich wieder ein bisschen regenerieren kann, aufladen kann. Ich hätte eigentlich sofort mal gleich mein Mana-Döschen oder mein Mana-Fläschchen hier positionieren können. So, jetzt gucken wir nochmal weiter. Erstmal gucken. Ja. Wo bist du denn? Da ist einer. Hat der sich etwa regeneriert? Oder war ist das ein anderer Orkspeer gewesen? Nee, das ist jetzt aber nicht witzig.
Der war doch eigentlich so gut wie hin. Aha, mhm. Okay, wer kommt jetzt an? Jetzt versucht einer anzukommen. Okay. Der ist da unten. Ah, jetzt versucht er schon aus der Entfernung mich abzuknallen. Oh, das ist auch einer. Aha. Aha. Mal gucken. Echt übel. Der Orkspeer hat ja gar nichts abgekriegt. Der hat sich wieder regeneriert. So ein Mist aber auch. So, jetzt will ich den anderen haben. Hallo. Ah. Also ein bisschen holprig heute. Ah, gut. Schlaftablette. Die schläft noch ein bisschen. Nee, dich will ich haben. Das ist nicht zu fassen, okay. Der ist jetzt mal hin. Oh, das wäre erstmal fürs Erste. Ja, abgespeichert hätte ich jetzt mal. Aber warum der hier wieder? Oh, das ist doch Kacke, ist das. Ach, da sind gleich drei Stück, vier Stück von der Sorte. Vier solche. Ach, deswegen kann natürlich sein, dass es wieder ein anderer war, nicht wahr? Gluck, gluck. Schauen wir mal. Vielleicht können wir sie ja doch noch ein bisschen mit Unwetter mal abgrasen. Ne, die haben alle gut regeneriert. War ja bei den anderen überhaupt nicht in der Stadt. Ja, tolle Nummer hier. Das heißt also, man muss sie in einen Wumms durch. Mit Flüchten ist dann nicht mehr, oder was? Und jetzt? Du kriegst die ja nie weg. Okay, Unwetter machen. Dann werde ich mich mal... Das hätte nicht sein müssen. Oh, guck mal, ihn hier. Ihn hat es auch erwischt. So, dann mache ich wieder einen auf Kamikaze. Oh, scheiß Ring. Nee. Ja, also, wir haben ja gesehen kurz vorher, dass hier... Das nervt immer, diese lange Rutscherei. Dass hier unten... Ihn hier... Nee, nicht der da, sondern der hier vor uns, der Orkkrieger, der ist ja auch ein Armbrustschütze. Dass wir den mal erstmal hier mit dem Feuerball schwächen und dann an uns dran heften. Jetzt zieh mal dein Ding. So, was auf gar keinen Fall darf, ist, dass du hier... Okay, das hat geklappt. So, was ist mit den anderen? Sind die davon wach geworden? Nee. Wow. Und jetzt versuchen mit dem Unwetter. Mal hier mal nach vorne. So. Ja. So, wir sind ja ziemlich nah dran. Okay, oh. Habt ihr das gesehen? Durch die Zeltwand durch! Ich weiß, das wird schwierig. Mit dem Feuerball regenerieren sie sich. Deswegen werde ich mal erstmal hier hingehen. Und erstmal einen... den anderen da. Den mit... Ja, genau, den hier. Erstmal einen anteasen. Anteasen, ja. So, dann gehe ich wieder hier hin. Und versuche mal... nachzutrinken. Okay, das wurde doch was. Mann,
was jetzt? Erstmal frisch machen. Solange noch nichts passiert hier. So, es ist nichts passiert. Jetzt werde ich mal abspeichern. Und nochmal einen. Weil hier ist eine gute Deckung, finde ich. Oh, die sind da drinne. Schießen die etwa da durch? Die sind hier in diesem Ork-Vorzelt drin. Ich versuche mal was. Vielleicht erwische ich da wen. Nee. Oder? Die kommen da nicht raus. Okay, jetzt wird's übel. Ja, die Faust, die sie füttert. Okay. Dadurch kann ich nichts bewirken. Oh, der ist ja fast durchgekommen. Ich versuche nochmal Unwetter, nachdem ich mich aufgeladen habe. Vielleicht... kann ich ja das Unwetter hier irgendwie... Ich weiß es nicht. Einfach mal ausprobieren. Habt ihr das gehört? Das hat geklappt. Also auf jeden Fall sind da welche umgefallen. Okay, dann gleich nochmal das Unwetter wieder Ruhe. Ja. Jetzt habe ich natürlich nicht auf meine Erfahrungspunkte geguckt. Ich drücke jetzt mal B. Da seht ihr, das wird pausiert. Und dann muss ich erstmal abwarten. Also hätte ich vorher gucken sollen. Ich dem Lack. Okay, was haben wir denn hier? Boah, fast wieder mal. Also... So, haben wir denn noch welche? Irgendwo hier. Ja, da hinten! Okay. Orksche Armbrust. Nethaner Orkspeer. Ah, ich müsste auch mal gleich laden. Speicher meine ich. Und hier um die Ecke. Da steht auch noch einer. Machen wir mal den Orkkrieger erstmal empty. Bottles. Okay. Aha, da haben wir ihn wieder. Speichere ich mal kurz. Und Unwetter laden hätte ich erstmal machen sollen, bitte. So. Also, wir gucken nochmal drauf, falls wir was hinkriegen. Okay, 70, 74, 70. 70, 74, 70. Ruf mich an. Uhuhu. Okay, das bringt so viel nur auch wieder nichts, jetzt mit Unwetter da rumzumachen. Hat sich da einer rausgelöst. Und mit Armbrust. Ah, okay, jetzt kommt er. Auf mich zu. Mach mir doch nicht weh! Ja, dann wollen wir mal gucken, ob wir noch weiter Unwetter machen können, nachdem wir wieder ein bisschen gelockt haben. Stirb, Mora. Aha, stirb. Also er ist da. Er ist aber außerhalb des Zeltes. Zeltes. Gucken, werde ich mal trotzdem sicherheitshalber die Katana ziehen. Mhm. Okay. Machen wir ein bisschen auf Distance. Dann nehmen wir mal den großen Feuerball. Mal gucken, ob das was bringt. Nee, ich sollte mal am besten wieder mal Deckung suchen. Bisschen entfernter. Mhm. Der da hinten hat nichts zu tun. Der ist nur am Saffer. So, mal gucken. Kurz scouten. Okay, der ist noch ein bisschen angeditscht. Aber, okay, steht auf Position. Was heißt das jetzt nun? Ich werde nochmal irgendeinen kleinen... Jetzt habe ich den Feuerball wieder gelöscht, wa? Moment. Ui, ich habe nur noch drei, fällt mir gerade ein. Das ist jetzt nicht so pralle. Ach, ich nehme jetzt doch wieder das Unwetter.
Also wirklich. Nur noch die paar Leute. Nur noch die paar. Du müsstest eigentlich kaputt gehen. Ist er auch. Er liegt da jetzt. Das ist gut. Die anderen lassen wir mal außen vor. Wir gucken hin. Hahaha. Wir haben was gekriegt. Super. Damit hätte sich das auch erledigt. Gucken wir mal, wie weit das jetzt hier vorangeschritten ist. Da ist nichts zu holen. Okay, habe ich noch nichts geholt. Aber seine Waffe. Ach, da hinten, ganz da hinten sind welche. Mhm, da ist aber auch einer mit einer Armbrust bewaffnet. Das sind beide mit, glaube ich. Beide? Das beide? Sind beide mit Armbrüsten bewaffnet? Das werden wir jetzt gleich mal sehen. Okay, die schießen. Ah! Und ich habe mal wieder nur noch diesen Geschwindigkeitsringfehler. Okay, der ist da hinten rechts in Position, in Angriffsposition zum Abschießen. Da war doch noch einer. Ja, da. Okay, der ist auch noch. Ja, dann mampf ich mal was. Und versuche dann den Rest mit Unwetter zu schwächen. Aha. Links rum, rechts rum. Naja, die waren zu weit weg. Nicht gut. Schwierig. Ach ja. Ich weiß, der Ring. Der Ring, der macht sein Ding nicht gut. Ah, zwei, die da. Ah, shit! Geh doch mal und hol dir Deckung. Ich habe mich gerade wieder frisch gemacht. Also Mana und Lebensmana. Lebensmana, Lebensenergie. Ich mach doch jetzt mal hier. Ess doch mal wieder hier. Die schwarze Kohle oder die schwarze Perle. Renn auf die beiden zu. Die schon verletzt sind. Zumindest ihn hier. Mann, oh Mann. Wieso bin ich da nicht eher drauf gekommen? Questangriff der Orks. Innosa ist gepriesen und gepfeffert. So muss es doch sein. Aha, ja, spring mal drüber vor Freude. Also haben wir die Angriff der Orks. Das heißt, wir dürfen gleich Bruno mal wieder Bescheid sagen. Die hieß doch Bruno, ne? Nicht Bodo. Ich hieß Bruno. Oh Mann. Leute. Das war aber eine wirklich schwere Geburt. Okay, Orksche Armbrust. Da sind sie alle. Herrlich. Super, okay. Alle in Reihe und Glied liegen sie da rum. Haben auch nichts Besonderes dabei. Oh, Schamane. Ach ja, das war die Faust, diese brennende Faust, die aus der Zeltwand herausgeguckt hat eben. Mann, okay, Wolfsfell, ich dachte, da stünde Würfel. Haben wir sie? Oder ist da hier noch was vertitelt? Nee, den haben da wir schon. Da ist nicht zu holen. Genau, richtig. Ja. Du bist nicht auch zu plündern. Genau, richtig. Und haben wir hier noch was in der Nähe? Hier ist einer. Aber den dürfte ich... Ah, den habe ich auch noch nicht. Gut. Auch schön. Ich würde mal sagen... Ach, hier liegt noch eine Armbrust rum. Wir gehen mal zu dem Bruno. Da muss ich mich ja mal wieder aufladen, glaube ich, ne? Nee. Ah, nee. Ist alles gut. Dann gucken wir mal. Burg. Tamura. Burg. Und, also... Bruno, aber bevor, ich muss mal abspeichern, bevor ich das mit ihm quatsche da. So, Bruno,
Die Belagerung ist zu Ende. Die Belagerung ist zu Ende. Die Orks sind keine Gefahr mehr. Na endlich. Das wurde auch höchste Zeit. Wie? Ist das alles? Schließlich habe ich bei der Sache mein Leben riskiert. Na und? Innos und der König werden dir dafür danken. Und nun geh. Ich habe zu tun. Es ist ein Arsch. Sorry, dass ich das so sage, aber... Das ist doch nicht zu fassen hier. Kriegstrollangriff der Orks, das war's. Ich habe Bruno berichtet, dass die Orks vor seiner Burg nicht von mir besiegt worden sind. Doch dieser arrogante Kerl hatte noch nicht mal die Worte des Dankes für mich. Am liebsten hätte ich ja einen diesen aufgeblasenen Kerl von seinem Thron gestoßen, aber damit wäre Lord Baldwin sicher nicht einverstanden gewesen. Am besten vergesse ich die Sache. Ja, toll. Vergessen. Ja, vergessen ist nicht hier. Was macht man jetzt? Erstmal abspeichern. Ja, dann haben wir das erledigt gehabt. Jetzt gibt es nur noch Suche Xardas nach Varant oder Invarant, besser gesagt. Ich werde doch mal wieder rausgehen und in den Wald da mal ein bisschen die anderen Biester da vermöbeln und ein paar Erfahrungspunkte sammeln. Ja, ich glaube, dass... Oh, wie, was? Hattest du da eine Ratte in deinem Haus? War wohl Bertha, was? Ach ja, vielleicht sollte ich mal hier erstmal gucken, wer hier also noch am Leben ist. Wer gar nicht mehr am Leben ist. Oh Gott, hab sie alle selig. Igor. Igor ist tot. Möge Innos deiner Seele gnädig sein, genauso wie Ralf, der hier nicht liegt. Komm, wir machen dich mal an. Also holen dich mal wieder auf die Erde zurück. Einfach mal abgespeichert. Da ist Ralf. Oh, der hat auch ein bisschen was an Getränk dabei. Grobes Breitschwert. Gibt's denn noch jemand hier unten? Ja, Tatsache. Auch Karl hat's leider erwischt. Bierkrug haben wir hier. Hier gibt's Gold. Kann ich einfach so nehmen. Und ein Ledersäckchen. Ein mittlerer. Was gibt's noch? Hier ist ein Würfeltisch, Leute. Das heißt also, mit jemand kann man würfeln. Und zwar mit Barkeeper oder was? Oder wie? Quatschen wir mal an. Zeig mir deine Vari. Ja, okay. Bingo. Handeln. Ach, mit dem kann man noch handeln. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Bist du derjenige mit dem... Nee, ist er nicht. Wollte doch... Da hat doch einer noch ein Dings gehabt, ein Ziegenfell. Welcher war denn das? Warst du das? Das war der Karl dann wohl, wa? Nicht so. Aber der hat ja... Das weiß ich jetzt auch nicht mehr, ob es der Karl war. Ariane, ja, schön. Wie sieht's aus? Hey, wie sieht's aus? Lass mich in Ruhe. Ja, ja, ist ja gut, Ariane. Okay, die sind alle immer noch mürrisch. Katrin natürlich auch, denke ich mal. Hey, wie sieht's aus? Lass mich in Ruhe. Ja, mein Gott, da war doch noch so ein älterer Herr. Sind die alle weg? Helene? Die Frau vom Fischer oder wie? Moment mal, ich habe noch einen Kommentar im Hinterkopf. Da war doch irgendwie noch ein Kommentar, dass... Ja, da ist die Bertha. Dass die alle irgendwie im Turm seien. Wie meint ihr das jetzt? Was ist zum Beispiel mit dem Schmied? Da liegen immer noch Waffen rum. Nö. Der Schmied ist auch nicht mehr hier. Da muss ich doch nochmal gucken. Im Turm sind die alle versammelt? Die meisten? Kann nicht sein. Hier ist noch eine Armbrust am liegen. Eine Orksche sogar. Ah. Alf ist kaputt. Mal gucken, was haben wir hier noch drin? Aha, hier gibt es noch ein bisschen was zu knabbern. Überbackenes Brot mit Käse. Der grüne Novize und ein... Ach, der grüne Novize. Okay, da haben wir wieder ein Rezept gefunden. Wer bist du? Ach, Lars. Aha, Rüstung kaufen. Ja, bessere Rüstung gibt es ja wohl nicht, ne? Alles klar? Ja, alles in Ordnung. Was hat er denn für Ware? Zeig mir deine Ware.
Weißt du eigentlich, wie spät es ist? Ach ja. Nur von 8 bis 12 und zwischen 14 und... Entschuldigung, richtig, Ladenschlussgesetz. Genau, Ladenschlussgesetz. Okay, das ist Lars. Vielleicht kann ich aber dem die Mütze kaufen. Nicht die Mütze, sondern die, verlaufe ich mich schon wieder hier. Den Ziegensack. Den Ziegensack. Ja, erstmal gucken, hast du hier ein Bett? Ah, hier gibt es jede Menge Betten. Dann gehen wir erstmal schlafen. Was sagt er von 8 bis? Okay, dann bis zum nächsten Morgen. Ne? Ja, okay. Jetzt liegt da plötzlich jemand. Okay, der hat sich noch hier hinschleppen können. Das war der nicht Karl. Nicht zu plündern. Ach so, ja, okay. Jetzt sind sie natürlich wieder auf den Punkten, wo sie ihren Ursprungspoint hatten. Ja, speichere ich mal. Und wie kann es anders sein? Es regnet. Jetzt muss man mal gucken, ob der immer noch hier am Üben ist. Nein, ist er nicht. Aber warum ist er hier nicht am Üben? Weil er woanders ist. Bloß wo? Oh, hier gibt es noch ein Wasser. Vielleicht ist er an seinem Stand. Logischerweise müsste er ja Richtung Stand gehen. Hier warte ist er. Mal. So, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Nee. Der hat nur Armbrüste und Brüste. Da werde ich erstmal mein Zeug mal an ihn verkloppen hier. Bis gleich. So, das sieht schon anders aus. In seinem Ork, mein Ork-Zeug da mal gegeben. Jetzt gucken wir mal, ob wir ein bisschen Normalität hier haben. Bierkrug. Dann nehmen wir mal ein bisschen Bier mit. Das ist natürlich cool. Ich möchte mal wissen, mit wem er hier hätte spielen können. Das hätte ich mal gewusst. Ah ja, hier. Dinko und Lars. Hey du. Ich kann mich erinnern, einer hatte doch diesen Sack gehabt. Such dir was? Ja, den Schlafsack. Oder habe ich das übersehen? Nee, hat er nicht mehr. Da muss ich mir doch irgendwie herbeicheaten, oder was? Einer von den beiden. Oder es war noch ein Händler? Nee. Moment. Nein, allgemeine Infos. Händler auf Tamora. Gucken wir mal. Händler auf Adamos. Corines. Händler auf Tamora. Ralf. Verkauft wertvolle Tränke. Schmied Robert. Aha. Karl. Der ist... Lebensmittel und andere Waren. Ach, der ist ja hin. Lars, das ist hier bei dem Holzfäller Gunther, Jäger Markus, Wasser Telem. Ja, nee, vielleicht sollte ich bei Telem nochmal wieder nachgucken und ein bisschen was kaufen. Ja, und wie sieht es denn eigentlich mit der Zeit aus? Ja, nicht so pralle. Ja, Ralf ist hin. Schön, klasse. Und bei Telem werde ich doch nochmal was kaufen, aber das mache ich für die nächste Folge. Ich gucke erst nochmal hier. Stopp mal. Vielleicht muss ich doch nochmal hier kurz nach oben gehen. Elisabeth, ja, okay, aber sonst keiner. Keiner, sonst keiner. Erstmal überlegen, vielleicht ist doch noch wer im Hause drin. War ich hier schon? Ah, bitte seht's mir nach, wenn ich hier schon war. Da ist jemand. Adam, hey. Den meinte ich, den älteren Herrn Adam. Es wäre leicht, sein Goldring zu stehlen. Okay, bisschen Erfahrung gemacht, schön. Aber was Besonderes hat er nicht, oder? Geht's? War doch ein Wie-geht's-Spruch, ne? Ja, genau, richtig. Ach ja, das war der Adam. Hier war ich, glaube ich, schon drin. Was sagen denn unsere Wachen? Sind weg. Die haben jetzt hier nichts mehr zu bewachen. Ja, mal hier in diese Türme rein. Auch nix. Ja, ich würde mal sagen, liebe Leute, ich mache an dieser Stelle mal Schulz. Schluss, meine ich. Und ja, ihr wisst. Sehen wir weiter, wie es dann in der nächsten Folge weitergeht. Oder ich werde dann weiter auf die Suche nach Zardas sein. Okay, bis dahin. Macht's gut. Schreibt einen Kommentar. Ihr wisst Bescheid und so weiter. Tschüss.